arbeite im Marketing und für mich ist der Frauen-Business-Tag wichtig und spannend, um die Netzwerke der Region kennenzulernen. Ich habe meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und nebenher studiere ich jetzt noch General Management. Und auf diesem Frauen-Business-Tag freue ich mich einfach, erfolgreiche Frauen kennenzulernen. Vor allem möchten wir den Frauen Mut machen, dass sie sich trauen, wirklich Karriere machen zu wollen und ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Zum vierten Mal organisieren Frauen für Frauen den Frauen-Business-Tag der IHK zu Köln. Denn um deren Karrierechancen steht es noch immer schlecht. Nur 5,4% Frauen sind in den Vorständen der deutschen Top 200 Unternehmen. Und in Nordrhein-Westfalen ist nicht einmal ein Viertel aller Führungskräfte weiblich. Die dreifache Mutter Sandra von Möller hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt. Die promovierte Juristin ist Geschäftsführerin der Firma Bero. Das mittelständische Unternehmen beleuchtet weltweit den Einzelhandel und ist führend beim Einsatz von Licht zu Hygienezwecken und bei Systemen zur Geruchs- und Fettbeseitigung in Großküchen. Ja, am Frauen-Business-Tag wollen wir eben zeigen, wie es möglich ist, Karriere zu machen, wie man sich am besten vernetzen kann, wie man dieses Netzwerk auch nutzen kann. Und wir wollen eben diese Frauen in Kontakt mit anderen Frauen bringen, die bereits Karriere gemacht haben und die ihnen Tipps und Ideen geben können, wie sie das selber für sich auch durchsetzen können. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, internationale Anwaltskanzlei, Deutsche Post. Mit 3 Kindern machte sie eine eindrucksvolle Karriere. Also sicherlich habe ich eine sehr gute Ausbildung gehabt und habe mich weiter im Berufsleben dann auch sehr qualifiziert. Ich hatte immer klare Ziele vor Augen und hatte das Selbstvertrauen auch, die Dinge zu machen, die ich machen wollte. Ich hatte keine Angst davor, auch mal ins kalte Wasser zu springen. Und vor allem habe ich immer sehr viel Spaß an meinen Tätigkeiten gehabt. Unter ihren rund 150 Mitarbeitern sind viele junge Frauen, die auch von einer beruflichen Karriere träumen und gleichzeitig Angst vor der Zukunft haben. Also in der Zukunft möchte ich natürlich Kinder haben und möchte das auch mit der Karriere vereinbaren. Jedoch habe ich schon Sorgen und Ängste, dass eine Vereinbarkeit nicht zu schaffen ist. Und das bewegt mich sehr. Die Hälfte aller Frauen in Deutschland sieht das genauso. Keine Chance für Kind und Karriere. Und mehr als 70% machen die schlechten Betreuungszeiten dafür verantwortlich. Bianca Gieselbach setzt deshalb viel Hoffnung auf den Frauen-Business-Tag. Ich sehe den Frauen-Business-Tag als Impulsgeber für mich und meine Karriere. Ich finde es spannend, mit Frauen in Kontakt zu treten, die Kinder und Karriere vereinbart haben. Und ich finde es toll, dass ich dort ein Netzwerk für mich und meine spätere Zukunft aufbauen kann. Der Frauen-Business-Tag ist der absolute Knaller. Es ist das größte Ding hier in Köln, wo man sich wirklich umfassend informieren kann. Das ist vor allem ja auch für Frauen interessant, die Beruf und Familie miteinander vereinbaren wollen und trotzdem in Führungspositionen möchten. Und das Beste ist auch noch umsonst. Wir freuen uns auf Sie, auf interessante Gespräche und spannende Vorträge am 24. September. Wir sind alle dabei.